Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Mitunter gibt es doch noch gute Nachrichten aus der Wirtschaft in einer Welt, die an einigen Stellen aus den Fugen zu geraten scheint. Und diese guten Nachrichten haben was mit uns zu tun, uns Verbrauchern und Konsumenten. Es mag dem einen oder der anderen nervig vorkommen, aber wenn auf eine Sache Verlass ist, dann ist das die Binnennachfrage. Der deutsche Einzelhandel setzt zum Überholen an, nachdem in anderen Branchen nach neun sehr guten Jahren des Wachstums jetzt eine Delle droht. Der Einzelhandel peilt nämlich das 10. Wachstumsjahr in Folge an. Nachdem die Einnahmen im Juli um 0,8% gesunken waren, zogen sie im August dafür wieder an, um 0,3%. Das nährt die Hoffnung auf einen Jahresabschluss, der mit einem Umsatzplus von etwa 2% höher liegen könnte als bisher. Wieder einmal erweist sich die Kauffreude der Bürgerinnen und Bürger als Stütze in durchaus rauen Zeiten. Gerade die Industrie hat ja durch Brexit und Handelskonflikt schwer zu kämpfen und die Aussichten waren schon mal rosiger. Insofern sind robuste Binnennachfrage beim Einzelhandel und auch der anhaltende Bauboom wichtiger denn je. Geld ausgeben und Kredite zu sehr günstigen Konditionen in Anspruch zu nehmen, das passt in die Zeit. Die Zinsen sind im Keller, die Gebühren für Guthaben auf Konten kommen immer näher. Billionen an Euro als Ersparnisse drücken den Zins auf den Sparkonten ebenso wie eine schrumpfende und immer kleiner werdende Nachfrage dadurch nach Kapital. Die Geschäftsmodelle der Banken kommen immer mehr in Bedrängnis. Die ehemals noch erträglichen Auskommen von einst hochverzinsten Anlagen, wie zum Beispiel 10-jährige Staatsanleihen, laufen aus und neue bringen nichts mehr ein. Auch ein anderer Effekt schlägt kräftig ins Kontor. Bisher brachte nämlich der Abstand zwischen dem Kreditzins und dem Sparzins den Banken wichtiges Geld in die Kasse. Aber der Kreditzins, einst im Durchschnitt bei 5,4%, liegt heute nur noch bei durchschnittlich 1,6%. Die Sparzinsen dümpeln zwar auch bei 0,01% dahin, aber die Spanne ist sehr viel geringer geworden. Der Druck zu anderen Einnahmequellen für die Banken hoch. Diese Zeiten und deren Auswirkungen werden absehbar nicht besser werden. Wer sparen will, braucht mehr Finanzwissen und mehr Finanzbildung, um sich nach Alternativen umzusehen. Eine könnte der Finanzmarkt sein, mit der sich an Unternehmen und damit an der Wirtschaft teilhaben lässt. Der DAX, das Leitbarometer, heute mit einem Schlussstand von 12.428 Punkten, 0,4% mehr als noch am Freitag. Zu den guten Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen kommen hoffentlich noch viel wichtigere private von Ihnen selbst hinzu. Und Ihnen allen deshalb einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.